kann doch nicht sein, ey. Ich bin schon wieder gestorben, obwohl überhaupt nichts passiert ist. Das gibt's doch nicht. Also der Drache ist so. Der super Alter, stark, das gibt's gar nicht. Super schlecht. Das ist doch super und jetzt wieder vom Anfang der Schlucht laufen, ey, ganz ehrlich. Da geht natürlich mein Lustigkeitsfaktor. Warte mal, dann lasst uns doch da warten und wir gehen mal auf Easy Mode rein. Das ist doch scheiße. Also Drachenmanipulator haben wir schon abgeschlossen, jetzt müssen wir noch den Eisenklauen-Drachen töten. Ich habe zum Beispiel noch keinen Drachenmanipulator abgeschlossen, das ist geil irgendwie. Und das obwohl du in der Gruppe bist. Gleich für alle zählt. Ja, du bist doch in der Gruppe, also das muss auch... Bei mir ist es auch gelb. Also abgeschlossen dann, ne? Bei mir nicht, bei mir ist es weiß. Hä? Wir sind auch in einer Gruppe. Ja, eben. Das ist doch scheiße. Mach mal auf easy. Ja, mach mal nochmal hier. Also, sorry, Leute. Oh nein, ich muss bestimmt wieder 19 Diamanten zahlen. Du wirst hier wieder zur Kasse gebeten für uns alle. Jesus. Ja, Papa, zahl mal den Eintritt, bitte. Die meisten Menschen dieser Welt verehren die legendären Drachen. So. Ein Beispiel... Rudolf, den Drache mit der roten Nase. Den kenne ich. Jetzt geht's hier wieder auf Abenteuer rein, oder was? Tötet zweimal, aber jetzt ist natürlich alles resettet, oder? Warte mal, aber wir konnten doch diesmal gar nichts einstellen. Vernichtet die Schluchtmonster. Kommt mal bitte nochmal raus, wir müssen nochmal die Gruppe wahrscheinlich neu machen. Kann man das Dungeon nicht resetten irgendwie? Ja, ich guck jetzt gerade mal, sobald ich jetzt hier draußen bin. Ach ja. Ach Mann, ey, das ist ja wieder ein Spaß hier. Ach hier, Dungeons zurücksetzen. Seid ihr draußen? Mhm. Gut. Dungeons. Vielleicht kriegen wir ja bald Weihnachtsrabatte dann. So, ist zurückgesetzt. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Jetzt wird's geil. Und jetzt sage ich möchte bitte auf Erkundung. Und jetzt rennen wir hier bestimmt in 2 Minuten durch oder so. Teleport zum Dungeon. Die nächste Aktion erfordert 19 Diamanten. Das ist doch unfassbar. Ihr habt 19 Diamanten bezahlt. Ich meine, gut, ich hab's ja nicht bezahlt. Ich hab die, glaube ich, durch das Starterpaket bekommen. Es gibt ein Starterpaket? Ja, also ich hab da so ein Serial bekommen. Nicht eingelöst. Ich kann dir da auch so ein Serial geben, lieber Tobi. Den lass ich mal zukommen. Hätte ich vielleicht schon machen können. Das geht ja auch so. Ja. Ich komm so auch immer in die Clubs, ohne zu bezahlen. Aber du willst ja auch mal in den Genuss kommen, 19 Diamanten zu bezahlen. Das so, wäre schon toll, hier. Ja. Alter, wie easy das jetzt geht auf einmal. Ist ein ganz anderes Spielgefühl. Wie schön, dass wir alles normal machen dürfen. Geil. Ja. Ah, es geht aber jetzt zum Glück besser. Schaut mal. Ja, das stimmt. Also, liebe Kinder, wenn ihr in einen Dungeon geht, Abenteuermodus, sackt noch ein bisschen, geht lieber auf Easy Mode rein. Liebe Kinder, sagt er. Liebe Zuschauer. Meine Zuschauer sind Spiegelleser und Stern und natürlich PM, das Wissenschaftsmagazin. Und Play Massive, ganz wichtig. Ja, das natürlich auch. Sag ich ja, das Wissenschaftsmagazin. Das ist so. In der Wissenschaft, wie wir das machen. So. Mord ist eine Wissenschaft. Ich wollte natürlich mit deine Kinder jetzt. Mit liebe Kinder. Nö, ist ja deine Community. Ist ja deine Community. Du musst ja wissen, wer der zuschaut. So, Kinder. Und wenn ihr dann in die Dungeons geht, so rumpti-bumpti, dann müsst ihr gucken, dass ihr da gar keine bösen Menschen habt. Was? Herzlich willkommen! Hallo Kinder, herzlich willkommen bei Bulletstorm! Heute zeigen wir euch, wie man Menschen fehlt. Das war auch mit eigentlich die schönste Sache bei Bulletstorm, diese wahlweise auf so einen Spieß oder in so einen Ventilator reinzuschubsen. Boah ja, oder einen Kaktus oder sowas. Geil. Ja, ja. Ich, das ist die Deutsche, ich hoffe, da kommt noch ein zweiter Teil. Tobi, du bist zu leise auf einmal, was denn los? Warte, ich bin leise? Leise, ja. Was soll das denn? Ja, wieso weiß ich nicht. Muss gleich mal gucken. Wisst ihr, was ich mal mache? Ganz kurz, ihr kämpft mal eben weiter, ja? Ich gehe mal einkaufen. Nee, warte. Ich stelle den Spielsound mal ein bisschen leiser. Jetzt doch. Ja, das ist immer gut, weil es ist ja blöd, wenn man bei dir immer so schlecht zu hören ist im Let's Play. Ja, und ihr seid auch wieder so leise. Ich weiß gar nicht, warum.
Komischerweise, ich habe bei mir in den Mitschnitten keine Tonprobleme gehabt. Da waren wir beide schön gleich laut, schön bassig und so weiter. Komisch, komisch. Ich habe ja sonst auch nie Probleme mit Walle oder Rumpel oder so, aber du warst wirklich extrem leise. Ja. Alter, wie die mir ins Ohr stöhnen gerade. Wollen dich. Dafür müssen die sterben. Wieso bringe ich den eigentlich um? Warum geht jetzt eigentlich hier noch diesen Crap mit killen? Ja, das freut mich auch gerade. Wir könnten noch durchlaufen. Die tun uns doch kaum was. Ja. Du-dup, 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 du-dup. Ob das eine gute Idee ist? Achso, ja. ich dachte, ihr wollt durchreiten. Nein. Aber noch ein bisschen Zusatzdamage. Hast du recht. So, hier, Schnauze. Der kommt nicht mal dazu, sein komisches Brotmesser da zu schwingen. Da haben wir ihm schon die Eingeweide rausgefetzt. So. Schönes Loch im Bauch. Trägt man so im Sommer. Hier, da Oma kurz die Haare rasieren. Ja, sie trägt jetzt eine schnittige Glatze. Ja, vor allem bei den Beinhaaren. Beine ab ist besser als Heißwachs. Das wissen die wenigsten Frauen. Da wächst nichts mehr nach. Also nichts mehr. Ja, ne? Ist doch wie der neue Mach 4 mit 1 mm unter der Haut. So, ach Alter. La 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 la. Und wie geht's euch sonst so? Was habt ihr so gemacht in die Tage? Drinks Profit gespielt. 3 Tage in einem Dungeon. Ja? Ja. Ich hab mir gestern, also ich bin ja wirklich top aktuell. Ich habe mir gestern eine PlayStation 3 gekauft. Gibt's nicht. Das ist ja unfassbar. Du bist so state of the art. Ja. Ich hab mir gedacht, hey, ich meine, Brasilien ist vor 2 Jahren. Nein, es muss die PS3 sein. Du entwickelst als Chefredakteur womöglich noch Ehrgeiz, wa? Ja, ne? Irgendwann wird das mal noch. Auf deine alten Tage. Ja. Ich hab halt gesagt, keine neuen Spiele, Alter. Die alten nicht alle durchgespielt sind. Jetzt bin ich mit der PlayStation 2 durch, jetzt geht's weiter. Finde ich gut. Ja, ne? Man muss sich aber ein bisschen beeilen, die PS4 kommt bald raus, dass sie in 3 Jahren auch kaufst. Ja, 3 Jahre, ich glaube, so kurz vor Ende. Nee, war halt einfach nur so wichtig. Ich wollte halt mal die ganzen Konsolen spielen, die auf dem PC nicht rauskommen. Und die PS4 ist ja nicht abwärtskompatibel und so. Ich finde das auch so scheiße mit den Exklusivtiteln als Verkaufsargument. Das finde ich so ein bisschen schäbig immer. Es ist auch wirklich krass, weil die Xbox 360 kostet 120 Euro und die PS3 hat noch 190 gekostet, obwohl es eigentlich dieselben Games sind. Ja, naja. Bis auf wenige Ausnahmen, die leider wichtig waren. Bin mal gespannt auf die neuen Preise von den neuen Konsolen. Die stehen ja noch nicht fest, auch wenn Amazon und so schon Preise rauskacken, aber ich glaube, die werden so viel kosten wie ein neues Handy. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, dass sie nochmal versuchen, sie zum Start für 800 Euro zu verkaufen, die PS4 oder so. Ich hoffe nicht. Bei der PS2 hat es ja damals funktioniert, aber die war auch, glaube ich, der weltweit meistverkaufte DVD-Player. Da freue ich mich schon auf das Media Center. Xbox One. Ja. Das wird bestimmt super. Huch, ich habe wieder Lags ohne Ende. Ja. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, so schlimm finde ich jetzt die Xbox One gar nicht. Okay, Hate in 3, 2, 1. Nö, weiß ich nicht. Ich gehe halt überhaupt nicht konform mit der Geschäftspolitik. Sorry, da bin ich. Ja. Und vor allen Dingen, ich bei einer Spielekonsole, die nichts mit Spiele zu tun hat, vorerst bin ich erstmal sowieso skeptisch. Ja, skeptisch bin ich sowieso, deswegen, man weiß ja, die haben jetzt halt erstmal diese. Also alles. Design, Region Codes und wiederverkaufbare Spiele. Ich weiß nicht, also wenn ich mir irgendwann eine neue Konsolengeneration kaufe, also so 2017. Ja. Weiß ich gar nicht, um die welche. Ich mag halt diesen Xbox-Controller, der ist bei mir so ultra ausschlaggebend eigentlich. Ja, den finde ich, ich muss sagen, ich finde den Xbox-Controller auch wesentlich besser als den PlayStation-Controller. Ja, deswegen. Vielleicht stehe ich mit der Meinung auch alleine da, aber ich finde ihn einfach wesentlich besser in der Hand. Ja. Ich wollte mir auch eigentlich die Xbox 360 kaufen, aber
Da gibt's halt kein Heavy Rain, kein Uncharted, kein The Last of Us. Und das war dann das halt der Grund für die PS3. Sony hat einfach die besseren Marketingverträge, muss man ja sagen. Das stimmt. Microsoft hat nicht so viel Ahnung von Marketing. Nee. Aber man muss sagen, beide nehmen sich nichts in Sachen Umständlichkeit ihrer Benutzersysteme und Webseiten. Ja, das da sind stimmt. Wirklich alle gleich scheiße. Das muss man sagen. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Schön, wie die jetzt hier alle im Akkord wegschießen. Ja. Ich fange jetzt auch mal langsam an, die Special Moves zu benutzen. Die habe ich die ganze Zeit ein bisschen außer Acht gelassen. War ja nicht nötig, weißt du? Aber ich glaube, das ganz große Problem ist auch, dass die Konsolen, die werden dann so übelst früh angekündigt und da werden immer solche Medien-Events draus zelebriert. Ja, ganz glaub, schlimm. Ich glaube, damit verbocken die sich ja auch selbst immer ein bisschen was. Das ist ja genauso wie mit iPhone oder da kommt irgendwas Neues raus, ein neues iPad und dann wird das so zelebriert, dann wird so ein Lifestyle raus. Ach, Alter, ey, ganz ehrlich. Scheiß doch draufbringen, das Ding doch erstmal auf den Markt, dann gucken wir weiter. Richtig. Ich habe mir mal irgendwann gedacht, dass ich eine eigene Konsole entwickle, die im Endeffekt nur ein Feature hat. Klappe auf, Spiel rein, Spiel los. Also ich hab mir im Gegensatz zur Xbox One, die ist ja so ein Media-PC, ne? So ein Home-Theater-PC möchte die sein. Genau. Und ich habe so einen ja selber zusammengestellt im Wohnzimmer stehen. Und ganz ehrlich, da habe ich einen Super Nintendo Emulator drauf. Ich habe einen Nintendo Emulator drauf, einen C16, C64, Commodore Amiga. Da ist alles drauf und du kannst alles mit dem Gamepad spielen. Und ich kann auch Fernsehen gucken damit. Ich kann alles Mögliche damit machen. Warum soll ich mir eine Xbox One stattdessen da hinstellen? Das stimmt. Also vor allem da natürlich die neue Generation grafisch halt wie der PC ist. Ja. Also wenn du einen guten PC hast, dann wahrscheinlich mit einer GeForce 7 irgendwas, dann bist du eigentlich schon wieder besser als die ganzen Konsolen. Ja, das, ach und wenn dann spätestens ein, zwei Jahre, der Tobi ist so still, wir labern den ganzen Tag und das ist mir voll leid. Was sagst du denn zur allgemeinen Diskussion, die wir hier während unserer spannenden Reise durch die Schlucht, die wir noch nie erlebt haben? Ja, ich sag halt, was ich bei der Xbox ziemlich krass finde, ist, dass man die Spiele tatsächlich an einen Account binden muss mittlerweile, wie beim PC, ne? Das ist schon krass, finde ich auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, das stört mich bei Steam nicht wirklich, weil ich es da freiwillig mache und ja, ich habe noch stimmt, die Option, aber bei Steam ist es, finde ich, ja, keine Ahnung, bei Steam ist es irgendwie, da musst du es bei manchen Spielen, wie zum Beispiel bei Risen oder sowas, musst du es ja machen. Aber bei der Xbox fallen die Gebrauchtspiele halt ja, dadurch echt irgendwie total weg. Ja, du musst es ja eigentlich bei allen PC-Games heute mal. Es kommt ja kein PC-Game mehr raus, das nicht entweder für den Ubi-eigenes Launcher ist, für Origin oder für Steam ist. Also ich habe noch kein Spiel in den letzten zwei Jahren in die Hand bekommen, was ohne eine von diesen Plattformen. Bei einem PC muss ich auch nicht mit einer Webcam quatschen. Ach, Alter. Das stimmt. Das ist auch so ein Feature, was ich überhaupt nicht brauche, weil ich hasse es, mich mit Technik zu unterhalten. Da komme ich mir irgendwie so armselig bei vor. Weiß auch nicht genau, was das da irgendwie, wenn die Kamera an ist und dann soll die auschecken, wie viele Familienmitglieder da gerade gucken und für Lizenzen beim Film. Also ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen bedenklich. Das stimmt, ja. Aber diese ganzen Medien-Features, davon werden ja 70% bei uns sowieso nicht funktionieren. Nee, aber vor allen Dingen, da merkst du aber ganz kurz, dass die Konsole nicht für den Spieler benutzt wird, entwickelt wird, sondern halt für die Industrie. Was ist das denn noch für eine Spielekonsole? Ich muss ganz krass mit dazu sagen, die wird für den amerikanischen Markt entwickelt, weil wenn man sich mal die Weltkarte anguckt, dann ist Deutschland so das einzige Land, in dem überhaupt irgendwie PC-Spiele verkauft werden. Europa, Asien ist PS3-Land und Amerika ist halt Xbox. Deswegen war ja auch diese Xbox One-Präsentation so super Amerika geeicht. Ja gut, was hier natürlich inzwischen auch gut ankommt. Machen wir uns mal nichts vor. Also die ganzen Games, vor allem was da so bei den Sportspielen vorgestellt wurde, das waren ja vorwiegend natürlich Games, die erstmal für den amerikanischen Markt gemacht sind. Das stimmt. Boah, wie wir die jetzt wegpatzen hier. Kommt man den gar nicht richtig ran? So, jetzt aber.
Hua, nein, weg, 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 weg. Alter, ich will, ich krieg ja noch eine Freundschaftseinladung, da kann ich nicht kämpfen. Ich hasse das bei MMOs. Geil. Ich hab doch keine einzige bekommen. Keiner mag ihn. Verdammt. Ja, wow. Das war super schwer. Ui, wir bekommen sogar blauen Loot. Die Frage ist nur, ich kann eh nichts aufheben. Bei mir ist alles voll. Rucksack ist voll. Ich krieg nichts davon, weil mein Rucksack eh voll ist. Scheiß der Hund drauf. So. Und da hinten ist noch der andere Fuzzi. Den müssen wir noch umzwiebeln gerade. Halt die Fresse! So. Schluss mit lustig, Alter. Teleportier doch selber nochmal zum Haupteingang, du Wichser. So, Entschuldigung. Ich tipp den anderen, komm ich schmieriges Fett. Es war so schrecklich. Verbannte hat Verderbnis Eisenklauendrache befohlen, mich anzugreifen. Er zeigte mir immer wieder Fetzen von eurem Gewand. Ich glaube, er will euch jagen. Wo hätten der Fetzen von meinem Gewand? Ist ja ein bisschen ekelhaft. Aber als ich mich geweigert habe, ihm irgendwas zu sagen, hat er Verderbnis Eisenklauendrache befohlen, mich zu fressen. Was für ein Glück, dass ihr zur rechten Zeit kamt. Ja. What is it? Was für ein Glück.